Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du mit dabei bist. Wenn ich mir als Kind was merken sollte, dann hat mein Papa ganz oft zu mir gesagt, mach dir einen Knoten ins Taschentuch. Heute nehme ich eher mein Handy und die Kalenderfunktion oder schreibe mir nach guter alter Sitte mit der Hand auf, was ich nicht vergessen darf. Aber trotzdem, dieses Knoten ins Taschentuch ist für mich ein ganz wichtiges Symbol für etwas, was ich nicht vergessen will. Gestern ist in Kirchen und Gemeindehäusern Erntedank gefeiert worden. Und dann denke ich sofort an reich gedeckten Erntetisch mit Obst und Gemüse, Brot und mit Getreide, wie das so üblich ist an diesem Tag. Und ich habe ein Lied im Kopf. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt, ihm dankt, drum dankt, ihm dankt und hofft auf ihn. Matthias Claudius hat dieses Lied vor mehr als 230 Jahren geschrieben. Und den Menschen damals war klar, alle gute Gabe, natürlich, der meint das, was die Bauern vom Feld und vom Baum geholt haben. Aber damals wie heute ist das ja nicht das Einzige, wofür wir dankbar sein können. Wir haben im Leben so viele Gründe. Ich habe so viel Grund, dankbar zu sein, auch für die Menschen, die an meiner Seite sind. Für mich ist das alles nicht Zufall, sondern ein Geschenk von Gott. Und auch wenn ich Phasen in meinem Leben habe, die hart sind, wo ich Trauer habe, wo ich Krisen erlebe, ich möchte trotzdem nicht vergessen, die Dinge, für die ich dankbar sein kann. Das steckt auch in einem alten Vers aus der Bibel. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das will ich nicht vergessen, was Gott mir schon Gutes getan hat, wofür ich Gott sei Dank sagen kann. Und deswegen mache ich mir einen dicken Knoten ins Taschentuch. Das will ich nicht vergessen, wofür ich dankbar sein kann. Ich wünsche dir eine gute Woche und bis dann. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.